yo, willkommen bei der Familie Sekerci. Sag mal hallo. Jo. Yes. Hallo. Wir sind voll aus. Ich hole euch wieder ab. Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich da vorne. Als sie sich bei den Todesopfern um ihren Mann hat er Feinde. War er ein Muslim? Bitte? Sie wollen doch auch wissen, wer ihre Familie getötet hat. Es ist eine reine Türkengegend, wo das Büro von meinem Mann ist. Doch, da war eine Frau, die hat ihr Fahrrad vor seinem Büro abgestellt. Das war eine Deutsche. Sie war so deutsch wie ich meine. Du hast recht gehabt. Es waren Nazis. Die Bullen haben die Täter erwischt. Ich die Fingerabdrücke der beiden Angeklagten. Haben Sie noch weitere Fingerabdrücke gefunden? Also eine weitere tatbeteiligte Person. Ich möchte, dass du morgen zu Hause bleibst. Warum? Das könnte hart für dich werden. Mein Sohn verehrt Adolf Hitler. Was mein Sohn getan hat, ist boshaft. Steht in der Polizeiakte, dass wir was bei dir gefunden haben. These are my friends. Have you seen them? I don't know these people. Sind Sie das? Was ist das hier für ein Symbol auf dem Banner? Du bringst dich doch nur in Schwierigkeiten. Stell dir mal vor, die hätten mich in Rocco erwischt. Nein. Und Nuri hätte überlebt. Nein. Der hätte das ganze Geplänkel nicht mitgemacht. Nein! Nein! Die werden ihre Strafe kriegen, das schwöre ich dir. Hey, so did you like that video? Do you think the movie is worthy of an Academy Award? Well, did you know that only 3 movies have swept all 5 major Academy Awards, winning for Best Picture, Best Actor, Best Actress, Best Director and Best Screenplay Adaptation? The first was Frank Capra's It Happened One Night from 1934, starring Clark Gable and Claudette Colbert. The second movie is Milos Forman's One Flew Over the Cuckoo's Nest from 1975, starring Jack Nicholson and Louise Fletcher. And the third movie is Jonathan Demme's Silence of the Lambs from 1991, starring Sir Anthony Hopkins and Jodie Foster. Do you think these movies deserved all 5 awards? Let me know below. And remember, we publish new videos every day, so be sure to subscribe for more great content. See ya!